Hallo, hier ist wieder der Bitcoin-Beobachter. Leider geht's abwärts zurzeit. Minus 4% in den letzten 24 Stunden. Jetzt ist ja schon Mittag, fast Nachmittag. Wenn man von gestern Vormittag, wo ich sonst das Video morgens mache, 10 Uhr etwa ausgeht, sind es wahrscheinlich sogar minus 6% ungefähr. Dann immer noch ein bisschen höher noch zwischendurch. Allerdings, wie man hier sehen kann, es ist ein Abwärtstrend erkennbar, ne, aber noch nicht unterhalb dieses minus 20% Crashes, den wir vor ungefähr einer Woche hatten. Es ist also noch Luft nach oben und es besteht Hoffnung, dass es wieder, so wie hier auch schon, weitere Aufwärtsbewegungen geben wird. Trotzdem, im Moment ist es nicht so besonders glücklich. 30.880 Dollar ist jetzt der Bitcoin-Preis. Das ist nicht so besonders berauschend. Gestern waren wir vormittags um 10 bei um die 32.000 Dollar, glaube ich, oder was, ne? Etwas drunter. Jedenfalls hatte ich ja gestern noch gehofft, dass er sich wieder höher bewegen wird. Leider ist das Gegenteil passiert. Und es bleibt die Hoffnung, dass das morgen wieder hochgeht. Denn ja, wie wir sehen können, es gibt hier viele Auf- und Abbewegungen. Es könnte natürlich sein, dass hier ein neuer Crash gerade beginnt. Erstmal ist im Moment wirklich schwierig zu sagen, da ja der Preis zuletzt mit 40.000 Dollar Höchstpunkt sehr hoch schon war im Vergleich zu unter 18.000 Dollar im Oktober letzten Jahres. Da könnte wirklich noch ein Ausgleich nach weiter unten passieren. Damit muss man rechnen. Aber wir werden sehen. Ich sehe auch gewisse Chancen, dass es weiter nach oben gehen wird. Gestern gerade hatte ich noch mal einen Artikel gelesen. Da hat auch wieder irgendeine größere Firma, ich habe leider jetzt den Namen vergessen, also eigentlich eine bekannte Mensch, wie hießen die noch? Die haben jedenfalls, ach nee, das ist keine Firma, das sind Universitäten gewesen. Die US-amerikanischen Universitäten, die waren es. Da haben einige, also einige Elite-Universitäten haben in den letzten Monaten häufiger wohl Bitcoin auch eingekauft. Also es kommen immer wieder Meldungen von immer mehr Interessenten, die in Bitcoin investieren. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen für weiteres Wachstum im Markt. Darauf warte ich einfach mal. Vielleicht kann ich morgen ja wieder einen Plus melden. Und ich wünsche euch einen tollen Tag. Bis zu meinem nächsten Video. Auf Wiedersehen.